Servus und willkommen zu einer neuen Folge von Factorio in C-Block. Beinahe hätte ich es vergessen, was ich spiele. Ja, meine Forschung ist zu Ende gelaufen und ich hoffe, Leute, ich habe ein neues Headset, dass die Einstellungen so passen. Wenn euch was zu laut oder zu leise ist, bitte sofort in die Kommentare schreiben, dass ich es dann demnächst auch ändern kann. So, mache ich mal mein Factorio ein bisschen lauter. Ja, das hört sich gut an. So, wir wollen heute auf jeden Fall den Bereich erweitern. Wir möchten heute mit dem Strom anfangen. Weil wenn die da unten richtig laufen, das Zeug läuft, dann ja, ist das Zeug hier. Das ist nicht gut. So, diese Produktion will ich dann auch starten. Und ich habe ein bisschen laufen lassen. Wie gesagt, ich liebe C-Block in der Hinsicht, weil man kann einfach das Spiel laufen lassen, ohne sich Gedanken zu machen, dass sich die Viecher danach umnieten. Vielleicht hat es irgendwann einen Nachteil, aber momentan hat es noch keinen. So, ich habe mal 1700 schöne Landschaftsfläche dabei. So, macht es aber mal groß. Weil wir möchten jetzt alles, ich möchte jetzt wirklich komplett bis nach oben gehen. Okay, das schaut so aus, als wäre das, als könnte die Erde gerade dafür reichen. Wenn ich mir vorstelle, jetzt habe ich schon fast 1000 Stück verbraucht. Und ich muss ja hier auch noch was machen. Ja, das war mal wieder typisch, dass ich mal wieder hängen bleib. Aber ist mir jetzt egal. Okay, wir haben jetzt noch. Ach nee, ich habe noch 995. Ah, es geht ja. So. Dann hätte ich gesagt, mach mal nochmal ins Land, aber ich mache jetzt kleiner. Jetzt brauche ich wieder meine 2. Immer alles bis zur Pumpe auch hin. Dann gehe ich dahin. Und dann gehen wir mal nach oben. Auch komplett. Ja, und ich habe mir das mal hier angeguckt. Also für mich selber habe ich jetzt entschieden, also das gefällt mir so nicht. Da ich ja immer mit den Strommasten sozusagen hingegangen bin und gesagt habe, okay, ich gehe vom Strommast aus und alles, was da läuft, ist der Bereich, den ich anpasse. Also das heißt, da, ich bin ja, wenn man es schaut, ne, ich bin ja immer auf einer Linie. Und ja, bin deswegen halt auch so geblieben. Und da habe ich jetzt für mich selber gesagt, nein, das wird jetzt nicht mehr so sein. Wir werden jetzt nicht mehr nach uns nach dem Strom richten, sondern nach dem Aussehen ein bisschen. Das heißt, ich setze dann auch mal die Strommasten ein bisschen konfus, weil nee, das gefällt mir so nicht. Also das sage ich ja mal so. Das ist in Ordnung. Das ist nicht in Ordnung. Hatte nicht gerade was erzählt, dass er das nicht macht. Ja doch, ich brauche hier eine Linie, wo ich dann auch den Strom von oben nach unten ziehe. Und ja, und das mache ich jetzt, da mache ich jetzt sozusagen die Hauptlinie.
Die wird es dann, wenn ich den anderen Strom habe, dann auch geben, aber verbessert. So, und was machen wir denn jetzt nächstes? Ist Tri-Arboretum oder das Warehouse? Das Warehouse wäre halt auch interessant. Sprengstoff interessiert mich noch nicht, vor allem weil es grün ist. Das Abbauen interessiert mich auch noch nicht. Garden Processing, was das alles kann, weiß ich auch noch nicht. Okay, also das Tree Arboretum bringt mir halt Holz. Das hat diese kleinen Tanks mit der Elektrolyse an sich. Das Logistik ist sowieso noch einigermaßen zu teuer. Da muss ich erst das andere Zeug aufbauen. So, was kriege ich denn hier? Hier kann ich Sulfuric Waste Water herstellen. Das ist klingt gut. Mach mal. So. Also, ich gehe jetzt davon aus, dass das hier meine Hauptlinie ist. Und dass diese Hauptlinie von oben nach unten geht. So, das heißt, ich hole mir jetzt noch ein bisschen Holz. Ich brauche noch ein bisschen, oder? Habe ich noch was einstecken? Ja, habe ich. Dann brauche ich die Strommasten. Machen wir mal gleich 20 Stück. Ich will heute definitiv mit dem Strom so weit kommen, dass ich sagen kann, okay, ich bin zufrieden damit. Das Schöne ist gleich, ich kann mir einen Basic Belt Sorter bauen. Entweder habe ich das von vornherein Intus. Aber auf jeden Fall einen baue ich, weil den brauche ich hier unten. Okay. Dann heißt es jetzt für mich, ich baue jetzt dich ab. Hallo E-Mail. Und ich stelle dich jetzt so hin, wie ich dich haben möchte. So, dann kann ich das da auch schon mal wieder abbauen, weil das ist wenn ich es dann aufbaue, dann baue ich es auch so auf, dass es auch ohne Lücke ist. Keinen Mut zur Lücke mehr. Das ist jetzt halt dann auch dieser Bereich, den wird es dann aber öfters geben, weil wenn ich natürlich dann irgendwas abreiße, ne, und ich trenne eine Hauptlinie ab, dann nee, danke. Brauchen wir nicht. So, dann kann ich dich mal unter dem Zeug da ablegen. So. Jetzt muss ich halt aufpassen, wenn ich das so mache. Kann es ja irgendwann passieren, dass ich so stehen bleibe. Was ja nicht Sinn und Zweck ist. Das heißt, ich gehe auf jeden Fall eine Linie weg. Merke gerade, ich habe ein bisschen Algen gleich einstecken. Kommen die Rohre weg. Dasselbe Spiel, was wir jetzt dann auch machen mit dem Strom, habe ich dann auch mit den Rohren vor. Ob ich dann so eine Art, wie ich es sonst immer gemacht habe, so einen Weg habe, wo ich dann nach oben laufen kann und die einzelnen Bereiche habe, weiß ich noch nicht. Das wird sich alles zeigen. So, okay. Dann habe ich schon mal das. Dann kommt jetzt das alles weg. So, du kommst auch weg. Du kommst weg, du kommst weg, du kommst weg. Tabula rasa. Ich bin ja froh, dass wir in der letzten Folge nicht das Zeug hier aufgebaut haben und jetzt reißen wir es wieder ab, aber es sollte einigermaßen eine Grundstruktur vorhanden sein, damit ich das immer aufbauen kann.
Und vor allem, ich will jetzt einen Vierer-Bereich machen, der komplett fertig ist. Dass ich das dann auch so durchziehen kann. So. Das meine ich ja. Jetzt bin ich gerade beim Belegen. Mache ich es so. Dann wären die halt auch mal auf der richtigen Seite. Ja, machen wir so. Ne? Da ist jetzt halt die Lücke. Brauche ich ja nicht anders. So, dann habe ich hier meine Bänder. Jetzt ist die Frage, reicht mir das so? Beziehungsweise, nope. Wir haben ja, das vergesse ich immer. Shift rechts, Shift links klick, dann haben wir schon mal das. Nee, dann mache ich das anders. Dann setze ich die Dinger genau unter diese Pfosten. Kopiere das auch gleich, dann kann ich die abreißen. Und hier kommt es dann nach oben. Ich lasse es mal so laufen, dass das alles jetzt dann unten reinströmt. Das so möchten wir es ja haben. Dann haben wir dasselbe auch hier. Dann machen wir das so. Du gehst nach oben. Du gehst nach oben. Genau. So. Ja, das ist natürlich der Strommast für die Katz, also kommt der da weg. Das stelle ich nur sozusagen, wenn ich es genau in die Mitte packe. Also, nö. Warum? Also kommst du dann so hin. Und du kommst hier hin. Muss jetzt halt dann schön gekonnt das da hinten ignorieren. Dass die jetzt nicht mehr so schnuckelig so sind. So, der Strommast kommt weg. Wie gesagt, und Strom geht dann nur rüber, wenn ich ihn auch wirklich brauche und sonst lasse ich ihn weg. Hat sich bestimmt schon einige gedacht, ja, wieso macht ihr das so bescheuert? Okay. So, dann hätte ich gesagt, haben wir jetzt. Ich habe jetzt mein ganzes Zeug, was hier rausgeht. Und hab das sogar noch ein bisschen weiter nach unten verlegt. Kommt das alles weg. So. Dann kann ich die Pumpe hier auch abreißen. Und ich setze die Pumpe jetzt hier hin, weil wenn ich nochmal dieses erweitern muss, dann erweitere ich es nach rechts und nicht mehr nach links. Nach oben gehe ich aber trotzdem auf die Seite. Und dann muss ich halt einen Platz lassen, das ist aber kein Problem. So, okay. Ja, genau. So, und jetzt muss ich mir halt überlegen, wo ich dann die Hauptlinie hinmache. Die kann ich ja erst einmal ein bisschen provisorisch verlegen. So, jetzt kriegen die da unten schon mal Strom. Alles sauber angeschlossen. Das ist das, was wir wollen. Perfekt. Okay, dann hätte ich gesagt, gehen wir bis dahin. Beziehungsweise, nö, warum? Ich hätte gesagt, ich gehe hier hin. Und hör. Nee. Ernsthaft? Eins zu lang?
Also, dann machen wir dich mal so. Dann hast du hier deinen Anschluss. Dann haben wir hier zwei. Das haben wir auch. Ja, wobei ich habe die auch noch. Das darf ich ja nicht vergessen. Die kommen ja auch noch dahin. Aber ich meine jetzt diesen kompletten Verbund von den vier Stück. Die kommen dann nach rechts. Okay, dann kann ich jetzt den Käse auch abbauen. Dann brauchen wir das, dann das weg. Ah, es geht auch so, cool. Ja, das geht natürlich nicht. Aber wir gehen mal nach oben, weil ich brauche ja noch 3 Sekunden, bis ich das soweit habe. Machen wir ein paar Grünalgen. Und ich kann mal 30, 40, 50, 60. Machen wir 60 rote Tränke. Das kann ich immer noch nicht komplett einpacken. Oh, ja. Mist. Aber ich glaube, ich habe ein paar Braunalgen dabei. Ja. So. Dann haben wir das auch alles. Jetzt bin ich gerade beim Überlegen. Ich habe hier meine Blaupause, weil ich muss jetzt mal anfangen, dass ich Sachen, die ich immer wieder verwende, mir auch Blaupausen erstelle. Blaupause ohne Name. Das ist Grünalgenproduktion 1.0. Genau, Blaupause erstellen. So, dann haben wir ja genau das. Dann kommt das hier auch alles weg. Diesmal kann das auch aufnehmen. Dann habe ich jetzt meine Blaupause. Und ich kann die dahin stellen. Und ich weiß ungefähr, und ich weiß jetzt wenigstens, wo ich es hin verlegen muss. Wenn ich dann irgendwann die Ruppis habe, dann geht das ja vollautomatisch. So. Dann wieder rechts, links, links. Ach nee, der hat es gleich richtig gesetzt. Ah, cool. Das ist cool. Das ist richtig cool. So, dann gehst du bis dahin. Mehr brauche ich nicht. Die können weg. Die Strommasten brauche ich noch. Denn ohne Strom geht nichts. Dann reicht mir einer, braucht keine zwei. Ah, genau. So, dann brauche ich noch mal hier. Die können auch weg. Ja, jetzt brauche ich Pipes. Machen wir mal 20 Stück. Wie viel habe ich denn schon übrig? 24. Okay. So, das heißt ja jetzt für mich, ich gehe jetzt dann, ja, gleich. Jetzt bin ich out of Eisen. Sehr schön. Können wir nach oben Eisen gucken. Bisschen, was habe ich noch? Nee, aber das war mir jetzt wichtig, dass ich jetzt auch die Forschung weiter vorantreibe.
Weil wir möchten nicht stehen bleiben. So, dann hätte ich jetzt gesagt, ich mache dasselbe jetzt auch, wie ich es da vorne mit den Rohren gemacht habe. Ha, sehr schön. Jetzt habe ich meine Kisten. Die stelle ich jetzt mal daher, da kann ich es wenigstens ein bisschen ausleeren. So, ich muss jetzt mir nur das genau überlegen, wie ich es mache. Aber ich hätte gesagt, ich gehe jetzt dann mit einer Linie nach oben und teile es auf, dass ich die Grünalgen dann nach hinten, nach da laufen lasse. Das heißt, ich habe meinen kleinen Basic Belt. Den lasse ich hier entlang laufen. Du kommst weg. Brauchst sowieso Strom. Ah, okay. Das ist gut zu wissen. Dann hätte ich ja gesagt, wir haben jetzt dann hier ja Platz. Dann habe ich jetzt dann hier meine Linie, wo ich nach oben gehe. Meine zweite. Dann kann ich das hier alles... Nein, das nicht. Das war falsch, Track. Dann kann ich das jetzt alles auch platt machen, weil die brauche ich nicht mehr. So. So, das heißt, ich gehe jetzt dann mit dir. Na, genau, können wir mal drauf gucken. Ich kann jetzt da die Schaltungen machen. Das wird auch noch lustig. Da will ich mich auf jeden Fall auseinandersetzen. Da kenne ich mich noch gar nicht aus. Müsste eigentlich sein: unten, oben, rechts, links. So. Und das ist jetzt der erste. Der erste kann jetzt nicht, kann noch nicht alles. Dann fällt mir ein, dann mache ich da auch gleich noch einen zweiten. So, genau. Weil wir möchten ja, also könnte ich dann irgendwann zu dem sagen, er soll bitte, wir möchten ja jetzt dann nach rechts gehen und nach rechts. Sehr schön. Bestätigt. Ha! Klasse. Da ist mir das Spiel abgestürzt. Okay. Das heißt, wir müssen die Einstellungen definitiv ändern. Ich habe das mal gesehen, wenn gleich mal ein Fehler auftaucht beim Mod. Das ist natürlich jetzt nicht gerade günstig für uns. Sonstige. Bitte mach mir einen Intervall von 10 Minuten. Lieber werde ich öfters genervt davon, als dass wir jetzt das alles nochmal machen müssen. Klasse. Nochmal. Hat aber einen Vorteil. Ich kann jetzt erst einmal das produzieren, was ich als erstes brauche. Ha. Die Blaupause ist natürlich auch weg. Ah, Mist. Aber die Landfläche hat er ja alles dran gelassen. Super. Also ich habe jetzt 48 Stück davon. Dann machen wir mal uns da auch nochmal 20. Und von den Rohren machen wir uns auch nochmal welche. Und dann kann ich jetzt anfangen, 50 Stück davon zu bauen. Holen wir das Ding und machen nochmal 5 und jetzt machen wir das Spiel speichern. Und sagen natürlich speichern, weil wenn jetzt mir das Ding wieder abschmiert, darum mache ich das jetzt auch gerade, dann fliegt der Mod dann leider wieder raus. Dann habe ich halt jetzt dann 150 Stück aus Versehen umsonst ausgegeben. So, ich möchte haben, aber ich mache den Test jetzt anders und zwar, ich lasse jetzt die Pipes mal hinlaufen. Also so soll es ja dann irgendwann ausschauen. Und wenn ich jetzt dann rechts... Nee, alles klar. Der nicht behoben werden kann. Error by running event by sorter und GUI-Click. Das ist doof. Also da muss ich mir mal angucken, ob ich es vielleicht beseitigen kann. Aber das machen wir dann wann anders mal. Okay. Das ist natürlich jetzt dumm gelaufen. Richtig dumm gelaufen. So.
mega dumm gelaufen. Das ist gerade richtig, richtig doof. Richtig doof. Naja. Mach das jetzt ganz einfach, liebe Leute. Ich mach mal schnell einen Cut. Baue das wieder so auf, wie ich es hatte. Und dann geht's so weiter, wie wir es gerade hatten. Bis gleich. So, da bin ich wieder. Hab's jetzt umgebaut. Die Blaupause habe ich noch nicht erstellt. Machen wir aber komplett. Ha, nein, machen wir nicht komplett. Hab was vergessen. 1, 2, 1, 2. Und ziehen. So, was habe ich gemacht? Ich habe jetzt mal C-Block komplett abgegradet und den Sword Builder downgegradet. Weil mal ein wenig gelesen, was drin stand, und einige haben gesagt, ja, die alte Version, die funktioniert. Die neue Version funktioniert nicht so gut. Vielleicht ist die auch komplett schon auf die Factorio 1.1 ausgelegt. Das kann ich nicht genau sagen. Weil wir sind ja noch in der Factorio 1.0.0. Und genau, dann habe ich auch alle C-Block-Mods abgedatet. Ich hoffe, dass da jetzt mir nichts zerschossen wurde. Aber ich glaube, das wurde alles im C-Block-Mod selber geregelt, dass ich da sozusagen auf der sicheren Seite bin. Wenn nicht, müssen wir es halt wieder ändern. Weil ich muss es sowieso updaten, weil irgendwann kommt Factorio 1.1 auch für mich, und dann schaue ich dumm aus der Wäsche. So, ich möchte jetzt auf jeden Fall hier zwei wegbleiben. So. Ich, Vertrauen ist gut, Kontrolle ist besser. Speichere mal schnell ab. Dann hole ich mir den Sword Belter. Und du kommst dahin. Hat er auf jeden Fall Strom. Das heißt, ich habe das wirklich genauso wieder aufgebaut. So, dann wollen wir jetzt aber noch die Blaupause machen. Die darf man nicht vergessen. So, das heißt, ich ziehe das jetzt wirklich komplett bis daher. Und schmeißt die aber raus, weil die brauchen wir nicht. Die können nicht dazu, weil wir brauchen nur das. So, dann heißt es jetzt wieder Grünalgenproduktion 8.1.0. Bezeichnung speichern. Okay, Blaupause erstellen. Hammer. Sehr schön. So. Trau dem gar nicht mehr. Das heißt jetzt für mich, wir müssen ja dann jetzt dann hingehen und sagen, wir gehen darüber und gehen da hoch. So, das heißt jetzt, ich möchte nach rechts gehen. Ha, schaut mal, es geht eine GUI auf und es kommt kein lustiger Bildschirm. Ich möchte nach rechts gehen und da soll er mir die grünen Algen abgeben. Und er soll nach oben gehen und da soll er mir die braunen Algen abgeben. Das ist genau das, was wir erstmal haben wollen. Gut, dann hätte ich gesagt, gehen wir auch mit den Dingen so weit rüber, wie es schon geht. Ja, außer ich schlumpfe mal wieder rum. So, dann mache ich mir nochmal da welche. Und apropos da welche, wir haben ja erfolgreich Fläschchen produziert. Nur ein paar zu wenig. Und dann nehme ich mir mal gleich nochmal 100 davon. Und da nehme ich mir auch mal gleich nochmal 100 davon. Dass wir jetzt nötige Material haben. So. 28, 29, 30. Da kommen die restlichen 5, 25 rein. Die 5, die wo ich noch produziere, die kommen dann da rein. Okay. Ja, also als nächstes muss ich eigentlich das Deutsch produzieren.
weil sonst wird's witzig. Ich habe mal hier die Strommasten sozusagen gespiegelt. Darum habe ich jetzt auch alle 8 genommen. Dann brauche ich nämlich hier nicht mal nochmal ein Zwischenstück reinbauen. Sehr schön. Und das Warehouse. Das ist mir jetzt egal, dass das 50 kostet. Aber das wollen wir brauchen. Das ist als nächstes wichtig. Dann komme ich auch endlich von dem. Ich weiß, das wird zwar dann auch Stahl kosten. Aber das ist mir dann egal. Aber die müssten wir auf jeden Fall noch fertig kriegen, die Forschung. So, jetzt hoffe ich nur, dass ich nicht auf die ganze Zeit. Man sieht ja beim Aufnehmen. Ich mache es ja noch immer noch mit dem OBS. Ja. Das sieht mir eine Zeit unten laufen. Ich habe ja aber zwei Aufnahmen ja gemacht, weil, ne, weil ich ja kurz mal unterbrochen habe. Weil das brauchen wir nicht zweimal in der Folge aufbauen. Das wäre kontraproduktiv. So, und jetzt baue ich mal hier die Kiste hin. Macht es so. Sag zu dir, genau. Und zu dir sage ich das so. Dann baue ich dich erstmal dahin. So, dann haben wir das auf jeden Fall schon mal soweit fertig. Dann sage ich Grünalgen. Rechtsklick, links, 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 links. Und die produzieren alle. So. Herzlichen Glückwunsch. Der Stromverbrauch ist gewaltig. So. Und weil wir so viel Eisen haben, machen wir das ganze Spiel auch hier nochmal. Das heißt, ich gehe auch mit dir nochmal bis darauf. Okay, dann machen wir das anders natürlich. Das wäre natürlich blöd, wenn ich jetzt das extra auf die andere Seite deswegen packen sollte. So, du gehst nach oben und du gehst nach drüben. Genau. So. Und dann schauen wir jetzt mal. Ich glaube auch nicht, dass es der schnellste ist. 15 Items macht er die Sekunde. Also, ich schätze mal, gegen das Band hat er eine Chance. Ja, aber wir haben jetzt sozusagen schon mal eine schöne Aufgliederung von den jeweiligen Items. Dahin geht das eine, dahin geht das andere. Ja, mein Problem ist gerade, ich würde jetzt eigentlich das Warehouse brauchen, weil ich möchte eigentlich, dass die Grünalgen zwischengespeichert werden. Okay, ich habe hier genügend Platz. Ich habe auch genügend Montagemaschinen einstecken. Weil ich möchte ja jetzt eigentlich, bin jetzt hier. Aber ich glaube, ich mache das jetzt mal mit den Rohren. Ich glaube, das ist die Größe des Storage. Steht es irgendwie da? Wie groß das du bist? Nein. Aber ich glaube, der ist entweder 2x2 oder 3x3. Ah, wenn es natürlich 3x3 ist, habe ich ein Problem. Mist. Wir warten. 50% haben wir ja schon. Oder? Macht es 3x3 und wenn er kleiner ist, ja, muss ich es halt um eins verschieben. Ja. Ja, das ist halt. Ja, da ist es kein Problem. Da ist es das Problem. Beziehungsweise, ich müsste eigentlich. Ich gehe doch. Ich mach's so. Ich gehe hier hin, mach's so. Wenn er kleiner ist, gehe ich geradeaus, dann habe ich es hier und gehe dann rüber. Und wenn er so ist, dann bin ich genau mittig. Das klingt doch nach einer Lösung, die wo uns hilft. Okay, dann bauen wir uns gleich mal Knickarme.
Denn wie ich schon gerade gesagt habe, das kommt dann so an, geht auch bis hierhin und du gehst dann so weg. Jetzt hoffe ich gerade, dass er 3x3 ist, weil dann funktioniert das, was ich gerade im Kopf habe, weil dann kann ich nämlich sagen, links und rechts hau rein und links und rechts hau raus. Das wäre optimal, ne? Dass ich dann jetzt dann hingehe und sage, okay, du machst das und du machst das. Heißt, du kommst von unten, gehst rüber. Und du kommst von oben, gehst rüber. Und bei dir ist es, du gehst nach unten. Und du gehst nach links. So, okay. Beim 2x2 wäre es, ja, aber ich glaube, das war wirklich 3x3. Ich glaube, ich kann mich entsinnen. Oder sogar noch größer, können sogar 5x5 sein. Ich bin mir jetzt gerade nicht sicher, welches Warehouse das ist. Gott, oh Gott. So. Ja, aber wir kriegen schon ein bisschen Produkte rein. Also ich bin der Meinung, dass das auf jeden Fall jetzt ausreichen wird, das nötige Zeug aufzubauen. Ich muss wirklich warten, bis das Warehouse fertig ist. Tut mir leid. So, aber was wollen wir jetzt dann machen? Wir wollen jetzt dann eigentlich hingehen und sagen, dass jetzt die Produktion, die hier ist, komplett oben stattfindet. Lasse ich jetzt noch produzieren, das ist ja kein Ding. Das steht jetzt für mich dann heißen, ich baue es jetzt mal einfach mal provisorisch hier auf. Das heißt jetzt für mich, da kommen die grünen Algen rein, werden zur Zellulose verarbeitet, dann geht es rüber in die nächste Maschine, dann wird das zu Wood Pelz verarbeitet und geht zur übernächsten Maschine und wird zu Wood Bricks verarbeitet und dann kommt es in den Ofen, den ich mir gleich mal hole. Weil der steht einfach nur oben sowieso dumm rum. Und ich sag zu dem gleich mal, hau mal da rein. Gib uns Kohle. Weil das ist nämlich das auch, was ich haben möchte, dass ich hier ein Hauptlager habe. Ich sehe das jetzt schon, dass mir dann der Stahl nicht reicht, aber was wollen wir tun? Ah, sehr schön, er ist fertig. So. Dann baue ich jetzt das Arboretum. Nee, das wird auf jeden Fall nicht reichen. So, aber wir haben das Lager. Jetzt muss ich es nur noch finden. Wenn ich ein Lager wäre, wo wäre ich dann? Also eigentlich wäre ich hier. Nicht blöd rumklicken. Das Warehouse ist bei Resource Refinery. Und was habe ich gesagt? Es wird am Stahl hapern. Ist kein Bauplan vorhanden? Ha. Ich habe es gewusst. Ja, ich habe noch mal einen Ofen. Dann stelle ich dich mal auf. Ich vermute, ich kann dich jetzt dann wieder da machen. Und dann heißt es für mich, ich werde... Wett? Angels Melting. Ich sollte rausfinden, wie ich Stahl produziere. Das
Sag jetzt bloß, ich kann jetzt keinen Stahl mehr ganz normal mit Ding machen. Achso, nee, vielleicht sollte ich es in Deutsch suchen. Ist jetzt dein Ernst? Ah, und dafür brauche ich jetzt eine Assembling Machine. Naja. Hurra, ich wäre verwirrt. Bin ja schon so verwirrt genug und jetzt kommt auch noch das dazu. So, nehme ich mal gleich mit. Ich werde jetzt, glaube ich, die Produktion mal voll in den Keller fahren. Da kommst du rein und du kommst da rein. Das heißt, jetzt kommt noch ein weiterer Zwischenschritt dazu. Ich bin total begeistert. Man hört es, glaube ich, raus, wie begeistert ich bin. So, Stahlträger und die mache ich jetzt hier. Lustig ist jetzt, macht der Ofen überhaupt noch Sinn? Wir machen mal Bob überflüssig. Alles klar. Kostet es noch ein bisschen mehr, glaube ich. 1, 2, 3. Ja, hau rein. Außerhalb der Reichweite. Gib mir mal bitte die Platten. Ich will, glaube ich, in Zukunft Kupferrohre bauen. Bis ich dann eines Besseren belehrt werde, dass ich auch Kupfer dann zu wenig habe. Wird nicht lang dauern. Gleich wieder neuen Nachschub. Du auch. 50 Stück brauchen wir. Ja, okay. Glowing Hot Iron Plate. Angel Smelting. Ich glaube, Angel arbeitet gerade darauf hin, ja, Bob überflüssig zu machen. Kommt mir das irgendwie vor. Aber in noch kaputter. So, okay. Was wir auf jeden Fall ja dann haben und brauchen. Ist lustig, die zwei kommt nicht mehr hinterher. Bin mal gespannt, ob nee, aufnehmen tut ja nichts. Wie schaut es jetzt eigentlich mit meinem Strom aus? Maßlos überlastet. Schauen wir mal jetzt an. Ihr wisst, warum das ich Strom brauche. Dann down ich die ganze Zeit um, dann hättest du schon längst Strom. Ja, ihr habt recht. So. Operatum. Machen wir gleich wieder 20 Stück. Ja, weil ich sowieso kein Eisen habe, kann ich nur wegen Eisen verballern. Bin jetzt dann gespannt, was ich dann nicht bauen kann, weil ich kein Eisen habe mehr, wobei ich habe noch 200 Platten. Und ich hoffe, dass wir das in den nächsten Folgen dann definitiv beseitigen können, das Problem. Weil wir dann eine vernünftige Electrolyzer Produktion haben, dass wir dann das alles herstellen können.
Momentan habe ich ja vor, dass ich dann irgendwann hier diesen Bereich nutze, um diese andere Erde herzustellen. Oder diesen Slag. Ne, nicht Slag. Slag ist, haben wir schon. Ja, ihr wisst, was ich meine. Dieses Dreckswasser. Das schlammige Schlamm. Genau, wir wollen Schlamm herstellen. Weil dann können wir eventuell dann auch so weit dann sein, dass wir die die Katalyst Sache anschmeißen können. So, das da. Genau, Katalyst. Ja. Genau, Mineralsludge brauchen wir da. Und wenn wir das dann alles haben, dann ja. Wird's witzig. Ja, mein Problem ist ja eigentlich, dass die Maschinen eigentlich zu langsam sind für die Produktion. Ich bin gerade beim Überlegen, ob ich sogar vielleicht ein Doppel-Ding aufbaue. Habe ich jetzt meine 50? Nein, ich habe 49 und bin natürlich weggelaufen. Ich honk. Anstatt auf die letzte zu warten. 76. Da. Glowing Hot Iron Plate. Glühend heiße. Vermutlich jetzt, oder? Dass das so heißt. Glühend heiße Eisenplatte. Die lange ich natürlich mit der Hand an. Verbrennt sich auch nicht die Griffel des Männchen dabei. Nein, nein. Hat ja Handschuhe an. Sieht man ja, ne? Da, Handschuh. Okay. Das heißt, mein wohlverdiente 50 Stahl. Hauen wir mal einfach mal so für ein Lager raus. Aber ich muss ja ungefähr wissen, die Größe. Das ist eigentlich, ich muss das Lager nur bauen, welche Größe. Das Ding ist sogar 7 mal 7. 2, 4. Nee, das ist 6 mal 6. Also das heißt, ich kann hier alles abhausen. So, aber die Produktion wird heute auf jeden Fall noch loslaufen. So, dann heißt das, du kommst dahin. Ja, jetzt muss ich mir dann überlegen, wie ich das mache. Ja, aber das muss weg, das muss weg. Du kommst auch weg. Da kommst du mal da rein. Da passt auf jeden Fall ein bisschen mehr rein. So, dann kommst du jetzt komplett bis an das Teil da ran. Auch keine Angst haben, weil Strom habe ich nicht. Das ist in Ordnung. Ich müsste hier hin. Dann machen wir das ganz einfach jetzt so. Ich habe ja gesagt, scheißegal. So, genau. Und jetzt stockt es hier auch schon. Und ich merke gerade, dass die Arsch langsam sind. Verdammt. Okay. Also, dann haben wir jetzt schon mal gesagt, wir haben auf jeden Fall das. Dann möchten wir jetzt aber. Ja, doch, ich gehe hier raus. Da muss ich jetzt das definitiv so machen, weil sonst will er es gleich draufpacken. Okay. Dann hätte ich gesagt, ja, dann habe ich hier diese Stromlinie. Das ist ja auch schon mal nicht schlecht. Dann lasse ich die auch gleich so.
Ich fange dich trotzdem erst hier an. Also du bekommst jetzt dann sozusagen die Zellulose. Und du produzierst mir mal bitte gleich nochmal 5 Greifarme. Ich hoffe, dass irgendwann die Maschinen schneller werden. Und jetzt merke ich gerade wieder den Scheiß, wenn ich die Strommasten nicht. Okay, das heißt, du kommst weg, du kommst auch weg. Dann heißt es jetzt, du gehst dahin, du bist auch weg. Ist alles weg. Dann heißt es jetzt für mich, du gehst hierhin. Komplett. Dann haben wir hier die Fabrik und die Fabrik stellt Zellulose her. Dann haben wir dasselbe System auch hier, nur dass du jetzt dann nach unten und nach oben gehst. Nee, die lasse ich gerade. Dann sollen sie gerade das machen. So. Dann ziehe ich dich dahin. Dann kommt jetzt dann hier die nächste Fabrik rein. Und die nächste Fabrik stellt mir jetzt dann Wood Pellets her. Genau. So, also das heißt, du gehst nach oben, du gehst nach unten und ihr prügelt jetzt die Maschine voll. Dann prügelt ihr die zwei Maschine voll und dann kommen auch wieder hier zwei hin und du kommst dahin. Dann habe ich hier die nächste und du produzierst uns dann aus den Pellets. Woodbricks. Nachdem wir jetzt zwar einen erreichen, aber ich mache es einfach nur wegen der Optik. Ich hätte es jetzt auch so machen können, dass ich jetzt dann sage, okay, ich gehe jetzt nach unten und gehe dann hier entlang. Muss ich mal schauen, wegen der Kompaktheit, dass wir das dann vielleicht noch sogar machen. Aber mir geht es jetzt erstmal darum, dass wir überhaupt eine vernünftige Produktion haben. So. Jetzt ist die Frage. Nee, das reicht auf jeden Fall. Dann baue ich die Kiste ab. Und den Ofen gleich mit. Ja, und ich kriege die nächste Kiste nicht frei. Aber ich habe noch zwei. Sehr schön. So, dann heißt es nämlich, du packst jetzt das Zeug immer schön brav in diese Kiste. Und dann kann ich die nämlich da reinmachen. So, und dann nehme ich jetzt meinen Ofen. Den Ofen stelle ich ein bisschen auf die Seite. Und sage zu dir, du packst mir jetzt von unten das und haust das da rein. Und kriegst mal 200 Kohle. So. Da kommt jetzt dann hier die nächste Kiste hin. Der Strommast kommt dahin und jetzt brauche ich nochmal zwei Knickarme. Da kann ich nämlich jetzt noch die Kohle. Abbauen, die Kiste. Und Knickarm Nummer 1, Knickarm, genau, Nummer 2. Dann gehst du von da und packst das rein. Und du
machst genau andersrum und du machst es so. So, das heißt, wir haben jetzt hier einen Ofen, der die ganze Zeit Kohle rauszieht und sich aber auch gleichzeitig wieder befüllt. Das ist auch das, was wir wollten. Und wenn wir dann mal irgendwann wieder genügend Stahl haben, dann kann ich das Ding nämlich ein bisschen ändern und dann kann ich da das große Warehouse hinbauen. Genau, dann haben wir nämlich das auch. Ja, das einzigste, was mir jetzt halt gerade ein bisschen auffällt, was ein bisschen dumm ist, wenn natürlich jetzt dann diese Kiste voll ist. Okay, ich kann mir jetzt dann einfach mal eine Kiste nehmen und die dann da herstellen. Aber die wird halt auch irgendwann Volllast sein, wenn ich kein Warehouse habe. Und dann wird er natürlich hier nicht mehr weiter produziert und dann wird da unten auch nicht mehr weiter produziert. Das kann sein, dass ich da doch noch Zwischenkisten mache. Es wäre jetzt aber cool, ne, wenn wir dann hier... Ja, okay, wobei, ist immer Käse. Das geht nur funktionieren, wenn ich sozusagen sage, okay, du nimmst von da und gibst nach da. Und sag zum nächsten, du holst von da und gibst nach da. Dann wäre das, ja, besser. Okay. So. Okay, dann haben wir das. Also auf jeden Fall, jetzt haben wir schon mal eine automatische Kohleproduktion. Und dann können wir beim nächsten Mal dann anfangen. Wie gesagt, vielleicht habe ich bis dahin auch genügend Stahl produziert, dass ich das dann alles machen kann. Dass ich hingehe und sage, okay, wir bauen das nächste scheiße, ich brauche jetzt einen neuen Ofen. Mist, ich habe einen Schmelzofen. Was bist denn jetzt du? Ah, okay, ich kann jetzt aus meinem anderen Ofen einen normalen Ofen machen. Ja, ich vermute, weil das Rezept rausgeflogen ist. Okay, dann heißt es jetzt für mich, bau dich mal da rein. Du kommst dahin. Und wir bauen noch schnell einen Ja, genau. Nein. Pfui. Weg. Wir wollten einen Knick anbauen. Ja, weil diese Produktion brauche ich ja auch. Und die muss ja auch Richtung Papier sein. Vermute ich. Also erstmal am Anfang. Auf jeden Fall. So, hast du auf jeden Fall jetzt auch Strom. Dann kannst du auch jetzt die ganze Zeit dann Stahl produzieren. Und ich mache noch einen. Ich packe ich dann da rein. Dass du mir dann auch Stahl produzierst. So, das, was ich heute irgendwie schaffen wollte. Oh. Haben wir natürlich total geschafft, nämlich gar nicht. Aber wir haben jetzt das da unten so weit gebaut, dass wir auf jeden Fall erstens das Zeug schon mal getrennt haben. Das ist schon mal wichtig. Dass die nicht die ganze Zeit voll arbeiten, das war mir klar. Wie gesagt, das wird erst alles besser, je schneller das wir werden. Weil die Knickarme einfach nicht hinterherkommen, das Zeug einzuräumen. Das werden wir alles, bei den nächsten Male verbessern. Wie gesagt, ich bin auch gerade beim Überlegen, ob wir das hier nach unten ziehen. Wovon ich eigentlich ausgehe, dass das besser wäre. Dass man dann vielleicht hier die Strom, dass man dann sozusagen hier hingehen und die Stromleiste dann hier geradeaus weiterbauen.
Und die Maschinen dann da oben sozusagen dran setzen. Und dann kommen wir halt von oben rein. Ist ja egal. Aber das machen wir dann beim nächsten Mal. Die Folge war jetzt bestimmt lang genug. Weil, Zeit wird er vergessen. Wie gesagt, sagt mir mal, wie ich ja den Einstellungen des Mikrofons und des Sounds, ob das so passt, ob ich da noch was verändern muss. Es wird jetzt zwar in den nächsten 2-3 Folgen alles einigermaßen gleich bleiben. Ihr wisst ja, ich muss ja wegen im Voraus aufnehmen. Und ja, dann werde ich das aber, wenn ihr das sagt, nee, das ist schrecklich, ändere das mal. Und nein, ich kann mich nicht selber ändern. Das könnte, das wird ignoriert. Genau. Ja. Nee, aber dann sind wir soweit durch. Dann, ja, wenn ihr Anregungen habt oder Kritik, schreibt es mir noch in die Kommentare. Wenn euch die Folge gefallen hat, dann lasst mir noch einen Daumen nach oben da. Für alle, die neu auf meinem Channel sind, würde ich mich über ein Abo freuen. Und natürlich nicht vergessen, die Glocke zu aktivieren. Und dann gibt es nur noch zu sagen, vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.